Heute geht's das letzte Mal ins Disneyland Paris, bevor es dann nach Orlando geht. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris und der letzte Vlog aus Disneyland Paris, bevor es dann nach Orlando geht. Ja, ja. Wir haben die Nacht gut überstanden. Also ich habe gut geschlafen. Also beim letzten Mal, als wir auf der Ranch geschlafen haben, habe ich nicht so gut geschlafen. Die letzten zwei Nächte waren eigentlich relativ gut. Und ja, wir sind alle fit, haben lecker gefrühstückt, oder? Sven und Daniel haben das sehr gut gemacht. Ja, 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 da muss man dazu sagen, wir haben die besten Männers da immer dabei. Die sind jetzt gerade nicht dabei, die haben nämlich im Village geparkt, weil die ein bisschen früher fahren und dann nicht so weit zum Parkplatz laufen wollen. Da kann man jetzt mal ein Lob an die Männers aussprechen, sie sind wirklich top. Sie haben heute Morgen Frühstück gemacht, Bacon, Rührei gekocht, Toast, Müll weggebracht hat der Sven. Also Shopping-Service getragen. Shopping-Service getragen. Wir haben ja noch das Merch im Shop abgeholt. Also da müssen wir einen Kuss an die Männers. Die lieben wir. Ja, jetzt geht's in den Park, in die Studios. Crash Coaster als erstes. Tower of Terror. Und dann haben wir noch keinen Plan. Begleitet uns durch den Tag hier am Sonntag durch Disneyland Paris. Wir haben die Männers wieder gefunden. Wir haben euch eben ganz doll gelobt in meinem Vlog. Wofür denn? Dass ihr so toll seid und uns Frühstück gemacht habt und so. Obwohl sie gesagt hat, sie kümmert sich um Frühstück. Ich hab's gekauft. Die glücklichen Eier. Ja, so, es ist schon sehr viel los. Die Hühner waren glücklich von den Eiern. Ist auch egal. Also es ist sehr viel los. Wir müssen gleich Trammschrittes zu Crush gehen. Daniel und Brina gehen auf den Campus, da machen sie noch ein paar Bilders und dann hoffentlich sind wir relativ schnell dran. Wie geht's dir denn heute, Daniel? Du warst ja nicht so fit gestern. Kurz vor Burnout gestanden. War früh im Bett, aber heute ist er wieder fit. Heute geht's wieder. Ja. Heute sind wir auch nicht so lange da, von daher bin ich dann schon mal frohen Mutes. Du bist ja bald wieder da für einen Tag. Ja, in 3 Wochen. 3 Wochen. Da sind wir über den Teich geflogen schon. Am 20. Yes. Ah ne, wir fliegen erst am 23. Ah. Das ist aber weniger als 3 Wochen. Und dann bin ich Anfang Oktober zu Halloween. Die Kontrollen nachschauen, die Schirme sind. So, wir haben es geschafft. Sind in der Schlange. Ich bin außer Puste. Ich bin leicht gejoggt, damit wir noch ein paar Leutchen überholen konnten. Ja, bereit für Crush Coaster. Bin ich auch ewig nicht mehr gefahren, weil die Wartezeiten sonst exorbitant hoch sind und wir das eigentlich nicht machen. Aber ich freue mich drauf. Ja, wir sind jetzt eine Runde Crush gefahren und ich zeige euch gleich mal die Aufnahmen, die ich mit dem Handy gemacht habe. Sie werden hochkant sein, aber trotzdem sehr sehenswert. Crush macht halt immer Spaß. Der da hat es auch sehr gut gefallen. Aber es ist halt, die Wartezeiten sind immer, die Auslastung ist halt so gering. Und viele Menschen mögen halt Crush und deswegen sind die Wartezeiten immer so lang. So, wir gehen jetzt eine Runde Tower fahren. Ich treffe dann wieder auf Daniel und Brina und dann, ja, Wetter ist heute wieder super schön. Oh yeah!
sind jetzt hier in den Studios, sind doch kein Tower gefahren und zwar die Wartezeit leider zu lang. Und Brina holt sich jetzt ein Eis hier am Magnum-Stand. Mir ist es tatsächlich leider ein bisschen zu früh für Eis. Kostet 6 Euro, gibt es mit oben Mini und Simba. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder dabei. Ja, da bekommt ihr einen kurzen Einblick, wie es jetzt fertig aussieht. 6 Euro für das Mini-Eis, also sehr viel Deko drauf. Ja. Bin sehr gespannt, wie du das essen wirst. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir es im Oktober, machen wir es ein bisschen später am Tag. Dann hole ich mir auch eins. Herr Daria wäre sehr gerne nochmal Tower gefahren, aber 55 Minuten ist uns einfach tatsächlich zu lang. Wir gehen jetzt rüber, weil da sind diese Wartezeiten irgendwie ein bisschen humaner. Teetassen, Casey Junior, vielleicht dann nochmal Pirates. Mal sehen, wo es uns hinverschlägt. Ich hab gestern schon gesagt, die nächsten 5 Monate fahren wir aber nichts mehr. Nee, das ist schon too much. Wir sind attraktionsüberdürftig. Zu viel Adrenalin, das reicht bis Ende des Jahres dann. Wird nichts mehr gefahren. Ja, die erste Attraktion hier in dem Park wird die Teetassen sein. Macht immer viel Spaß und werden sie aber hauptsächlich nutzen für ein paar Fotos und ein paar Videos. Ich war da mit Brina. Ja, wir haben eben gesehen, dass wir zu den Teetassen gelaufen sind, dass bei Ferkel, der ab 11.30 Uhr hier anzutreffen ist, nicht viel los war. Und dann sind Sven und Dara zuerst gefahren und dann haben wir gesagt, stellt euch schon mal an. Und die haben uns den Platz freigehalten. Geht relativ flott und dann geht's auf Casey Junior. Aber erstmal treffen wir Ferkel, weil in meinem Outfit passt perfekt. English, French, Spanish, English. German, you can put your stuff on the ground if you want a photo together, I'll take it for you, okay guys? Hi Ferkel, Piglet, sorry, Ferkel is German. What's his name in German? Ferkel. Oh, that's kind of hard for me to say. Ferkel. How are you? Good? Oh, we are very well. Look, our colors match. Pink. So let's have some pictures. Neue Nuggets. Ja, wir sind jetzt hier im Café de la Brousse und für mich gibt es einen Dole Whip. Hier gibt es Nuggets und anscheinend sind die neu, die Nuggets, mit einem anderen Teig. Ich habe gerade probiert, sind richtig gut. Vielleicht hole ich mir doch gleich nochmal ein Menü. Ich habe ja noch Chips dabei. Gut dann. Achso, habe ich gesagt, 5 Euro. Nuggets kosten ohne Menü 8 und eben was kostet das Menü? 12 mit Getränk und Chips. Doch, mit den Chips. Ja, mir haben die Nuggets so gut geschmeckt, dass Brina uns jetzt auch nochmal eine Portion geholt hat. Wir verlagern unser Essensproblem. Ja, Nuggets im Menü mit Chips und Cola und ich kämpfe noch mit meinem Dole Whip. Für 5 Euro ist er echt riesig. Ich bin jetzt hier noch schnell in den Christmas Shop gegangen. Weihnachten ist ja unmittelbar vor der Tür. Und die habe ich euch ja gestern schon gezeigt, die Ornamente. Der Shop hat übrigens das ganze Jahr geöffnet. Diese gibt es 13 Euro. Stitch. Olaf, Mickey als Nussknacker. Auch süß. Hier sind, glaube ich, neu Tick, Trick und Track. Und so ein Baby geboren wird, First Christmas.
Das ist tatsächlich auch schön. Das ist so ein Schloss mit Ringen. Das leuchtet, glaube ich, auch. Aber ich habe gerade keine Hand frei, um euch das zu zeigen. Hier gibt es noch so Ornamente. Spider-Man. Sorry, Beauty and the Beast. Wenn die Leute hier mit so einem Kinderwagen durch den Shop fahren, der eh gefühlt nur 3 Meter breit ist. Die Ohren. Mütze. Oh, hier gibt es noch Olaf und Sven. So ein Goldton. Das ist echt schön. Und die leuchten auch. Minnie und Mickey. Dann ist noch Cup und Kappa. Susi und Strolch. Ist hier noch was Neues? Ah, genau, diese Schlüssel gibt es hier auch. 2022. Gläser. Die finde ich auch schön, diese Kerzenhalter, aber die habe ich mir letztes Jahr schon nicht mitgenommen. Ich habe aber so viel Weihnachtsdeko. Gibt's noch Stitch? Ja, so, ein paar. Unseren gibt es schon den Tee-Adventskalender. Ja, das letzte Jahr war okay, aber hat mich jetzt auch nicht umgehört. Ach ja, die Lichterkette gibt es auch. Stimmt, die muss ich auch einmal mitnehmen. Wo gibt es die denn? Ach, da vorne. Okay, zeige ich euch davor noch die Sachen. Ah, die gibt es in Gold und in Silber tatsächlich. Kostet, weiß ich nicht, 25 Euro. Das Buch gibt es hier. Ansonsten eine Schneekugel. Ja. Das war's. Ja, ich muss mich jetzt beim Disneyland in Paris und beim Sleeping Beauty Castle verabschieden. Als nächstes werde ich das Cinderella Castle in Orlando sehen. Wahrscheinlich wird das Wetter genauso heiß sein. Ich werde genauso schwitzen. Wahrscheinlich mit höherer Luftfeuchtigkeit, aber ich freue mich sehr drauf. In weniger als 3 Wochen geht's los. Mein Herz hockt natürlich immer noch bei Disneyland Paris. Aber ihr könnt euch auf ganz viel Content aus Walt Disney World freuen. 4 Parks, Wasserparks, Disney Springs, Essen, Halloween. Mickey's Not So Scary Halloween Party. Es wird auf jeden Fall richtig cool. In den nächsten Wochen werden auch noch Planungs- und Pack-Videos kommen zu Walt Disney World. Also nicht verpassen, wenn euch das interessiert. Ich suche jetzt die anderen, also Brina und Daria. Dann geht's noch kurz ins Village und dann geht's auch nach Hause. Es ist so warm heute. Ich habe eben am Schloss noch eine ganz nette deutsche Familie getroffen. Und die haben mich erkannt durch ihre Oma. Denn die Oma ist wohl ein großer Fan von mir. Und natürlich lasse ich gerne der Oma auch einen Gruß da. Lieben Gruß an Mireille. Ist ein französischer Name. Ich habe es ja nicht so mit französischen Aussprachen. Aber liebe Grüße an dich. War toll, deine Familie kennengelernt zu haben. Und vielleicht kommst du ja auch mal mit ins Disneyland Paris. Ja, ich beende jetzt den Vlog. Hier ist jetzt nichts mehr Spannendes passiert im Village. Ich habe jetzt nur bei Starbucks noch ein paar Tassen geholt. Und ja, jetzt geht's zum Parkplatz und ab nach Hause. Es ist heute so heiß, aber auch in diesem Hut und so. Es ist anstrengend mit offenen Haaren. Ich weiß noch nicht, wie es in Orlando sein wird. Ich habe auch schon zu Brina gesagt, das wird super anstrengend. Ja, habe ich euch eben schon erzählt. In weniger als 3 Wochen geht's los. Da wird es ganz viel Content geben auf meinem Kanal. Der wird natürlich nicht so alles sofort hochgeladen. Das wird wieder so sein, dass es wöchentlich einen Vlog geben wird und zwischendurch mal eine Show oder sowas. Weil das andere geht ja auch noch weiter, ne? Dann direkt ist er in Paris danach, zur Halloween-Season und. Ja, ich hoffe, der etwas kleinere Vlog, gut, der Vlog von gestern war ja schon extremer und länger, wegen den ganzen On-Rides und den Attraktionen. Und ja, der heute ist ein bisschen kürzer. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!